Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Daniela Up to Date. Heute aus dem Spielcasino Hohen Sieburg. Wir sind zu Gast bei Suzanne de Wallaby. Guilty, I'm not Barbara. Sie erzählt uns über die Geschichte von Barbara Streisand in vielen tollen Liedern, vielen tollen Songs. Zu Gast von Britta Peddinghaus. Britta Peddinghaus betreut Suzanne. Und wir freuen uns sehr, euch durch den Abend führen zu dürfen. Warum werde ich mit Streisand immer verglichen? Als ich 7 Jahre alt war, haben mir meine Eltern eine Platte geschenkt. Die Platte hieß Barbara Streisand and Other Musical Instruments. Seitdem verfolgt sie mich. Ja, zugegeben, wir sind beide aus New York. Nur sie ist aus Brooklyn, ich bin aus Queens. Ja, Daniela Up to Date ist heute zu Gast bei Suzanne de Wallaby. Und wir haben heute gehört, Barbara Streisand. Du bist nicht Barbara Streisand, aber wirklich zum Verwechseln ähnlich in der Stimme. Wir haben so einen schönen Abend mit dir heute erlebt. Vielen Dank. Man merkt wirklich, du bist wirklich in diesem Moment, in dieser Situation, wenn du von Barbara erzählst. Ihr habt viele Gemeinsamkeiten, aber seid doch so unterschiedlich. Richtig. Genau, ihr seid beide für Musical-Darstellerinnen. Ja, ich bin Musical-Darstellerin. Barbara Streisand hat bei 2 Musicals on Broadway mitgespielt. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the sun. Du hast wie viele Musicals begleitet als Darstellerin? 50, 51, wow. 2. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Großartig. Und du hast heute von deinem Lieblingskomponisten gesprochen. Richtig. Genau, erzähl uns doch mal etwas, was dich mit ihm verbindet, die Musik, die er schreibt. Ja, Stephen Sondheim schreibt Musik, die wie ein Gespräch ist, wenn man die Lieder singt. Er schreibt Melodien, die so wie Sätze sind. Sie sind, wie wir sie sprechen würden. Deshalb sind sie so schwer teilweise, also harmonisch sehr schwer, melodisch sehr schwer und rhythmisch sehr schwer, wenn man sie auf dem Platz sieht. Wenn man sie hört, denkt man, ach, wie natürlich, wie selbstverständlich, dass eine Melodie so hinführt. Ja, aber es fühlt sich alles so schön an dem Hals. Das sagt dann ein Sänger oder eine Sängerin. Wenn ein Lied sich gut anfühlt, will man es immer wieder singen. Und sometimes fühlt sich aber gut an, im Hals. Sehr schön. Ich will berühmt sein, egal wie, ob durch Schauspiel oder Singen oder Regie. Ich will einfach berühmt sein. Ich will, dass alle meinen Namen kennen, sogar die Cowboys. 1964. Barbara Streisand wird berühmt. Das Musical Funny Girl erzählt die Geschichte der wahren Broadway-Legende Fanny Brice. Barbara Streisand und ich haben beide die Ehre gehabt, diese Rolle zu spielen und haben beide dafür eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in einem Musical erhalten. Du arbeitest mit deinem Komponisten, also mit deinem Pianisten, muss man genau. ja sagen, mit dem Pianisten schon über 20 Jahre zusammen. Über 20 Jahre. Wahnsinn. Ja. Das ist ja fast länger als eine gute Ehe heutzutage, muss man auch so sagen. Es ist länger als meine Ehe.
Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn man so viel und so intensiv miteinander zusammenarbeitet, dann muss das schon eine gute Beziehung sein, die man einfach miteinander führt. Auch wenn es keine eheliche Beziehung ist, aber es muss funktionieren einfach. Es muss funktionieren. Absolut. Ja. Die Kommunikation muss stimmen. Ja. Er muss genau spüren, wann ich atme und wann ich einfach einen Ton ein bisschen länger aushalten möchte. Und ich muss auch immer spüren, wie er an einem Tag drauf ist, weil manchmal spielt er mehr, manchmal spielt er weniger. Es ist bei uns beiden ein bisschen tagesabhängig. Und wir müssen wirklich aufeinander abgestimmt sein und einfach ein bisschen feinfühlig sein, wie wir drauf sind. People need people. Oh, the luckiest people in the world. We're children. Du hast auch vorhin gesagt, ihr habt auch noch ein anderes Programm. Also es ist nicht nur Barbra Streisand. Ihr habt auch noch ein großes Programm, mit dem ihr noch unterwegs seid. Wir haben viele Programme. Wir haben Showstoppers. Das sind nur Lieder aus Musicals, die man kennt, aber nicht weiß, dass sie aus Musicals kommen. Aha. Unbedingt. Wir haben ein Programm, wo wir nur Burt Bacharach-Songs machen. Also den Namen habe ich beim Konzert erwähnt. Ja. Ganz, ganz berühmter Komponist. Was haben wir noch? Wir haben unser berühmtes A bis Y-Programm, wo wir von A bis Y, wir haben keine Lieder mit Z, sonst wäre es ein A bis Z-Programm. Musical, Classic, Jazz, Popmusik, Chanson, Hildegard Knef, Reinhard May. Ja, großartig. Ja, das macht uns auch einen Riesenspaß. Super. Weil es so unterschiedlich ist, wo es so vielfältig ist. Ganz Deutschland unterwegs? Hauptsächlich in Saarland und im Umkreis zwischendurch in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen? Genau. Seit neuestem. Genau, du wirst also begleitet und betreut durch Britta Peddinghaus. Genau. Und wir können also auch durch Sie auch in den öffentlichen Netzwerken erfahren und neuerdings auch durch TV58. Mhm. Wir begleiten das auch auf direkt dran und einfach mal zu schauen, wo seid ihr denn? Wo sind denn die Künstler? Wo bist du denn gerade im Moment? Und auch die Zuschauer können dann natürlich dein Programm verfolgen. Ja, gerne. Und können kommen und dich besuchen. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja. On a clear day. Rise and look around you. You can see who you are. Nenn uns doch mal eins deiner Lieblingslieder. Was singst du am liebsten? Welcher Song ist so deins, lässt deine Stimme beben, wie du es so schön sagst? Der Song, den ich gerade singe. Ja. In dem Moment. Es ist jeder. Also man kann es nicht so sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja. Ich kann es wirklich nicht sagen. Sondheim fühlt sich einfach im Hals so gut an.
deshalb singe ich seine Lieder sehr gerne, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Lieblingslied, ich kann es leider nicht. Wie gesagt, mein Lieblingslied ist das Lied, das ich gerade in dem Moment singe. Also du bist eine Vorbildkünstlerin, das ist einfach so. Ich mache es seit ich das Herbstblatt gespielt habe. Ja, das fand ich so großartig. Das war deine erste, Auftritt auf der Bühne, hast du gesagt. Genau, ich war 3 Jahre alt. Und du warst das Herbstblatt. Großartig. Genau. Sehr schön. Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. Demons are prowling everywhere now. Eigentlich aus einem elterlichen Künstler, also waren deine Eltern Künstler, beide? Meine Eltern waren beide Opernsänger. Beide Opernsänger. Genau, und die haben auch später sehr viele Musicals gespielt. Mhm. Deshalb wurde ich irgendwann auf die Bühne geschubst. Aha. Und the rest is history sozusagen. Don't get out of line. When they say that, then maybe that's a sign. 9 times out of 10, maybe you were doing just fine. Wunderbar, du hast ein wirklich buntes Leben, also das muss man wirklich sagen. Von New York nach Saarbrücken, Wahnsinn. Ja, das muss man schaffen. Naja, aber es ist... Naja, also von Berlin nach Hamm, ja, also das ist halt auch, das ist aber schön. Naja, ich sag mal, es ist die Liebe, es ist der Beruf und das ist halt alles, unser Leben begleitet uns einfach bunt und es ist einfach manchmal so. Ja. Nein, ich bin auch sehr dankbar. Ich habe sehr viel von Europa gesehen, sehr viel von USA gesehen, so viele tolle Leute kennengelernt und so tolle Dinge erlebt. Ich bin wirklich sehr dankbar für jeden Tag, für jeden Auftritt, für jedes schöne Gespräch. Ja, ich freue mich auch. War so schön, dich kennengelernt zu haben. To be without each other, we'll keep remembering when there was a time when sieht man dich auch manchmal noch in Filmen oder auf der Bühne? Oder einmal habe ich bei einem Film mitgespielt, das habe ich auch kurz erwähnt und bin sehr schnell drüber gesprungen. Einmal, ich habe eine Nutte gespielt auf der Straße. 12 Stunden habe ich auf der Straße gearbeitet, habe $50 dafür bekommen. Das war eine Sache von 2 Sekunden in der eigentlichen Szene. Wenn ich da wirklich auf den Strich gegangen wäre, hätte ich mehr Geld verdient und würden die Füße nicht so wehtun. Aber du hast dann auch für dich halt direkt entdeckt, nein, Film ist nicht meins. Film ist nicht meins. Da bin ich nicht mit Barbara konform. Auf keinen Fall, genau. Du hast dich also dann wirklich für diesen Bereich entschieden. Sehr gut. Großartig. Wir möchten viel mehr von dir sehen, von dir hören. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Die Zuschauer sind sehr gespannt auf mehr. Und was soll ich sagen? Ich bin rundum begeistert. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, liebe Britta, heute sind wir auf Hohen Sieburg und haben eine tolle Künstlerin von dir begleitet. Gott sei Dank. Ja, super, die Susanne. Ja. Oder Suzanne. Suzanne de Morleby war hier heute genau. Abend. Suzanne ist übrigens Amerikanerin, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, in Saarbrücken. Was ist relativ weit weg von hier? Großartig. Trotzdem haben wir sie hergeholt. Sehr schön. Ich bin ganz glücklich darüber. Also ich glaube, die Zuschauer waren auch wirklich sehr begeistert. Und ich muss dazu sagen, sie hat ja gesagt, sie hat einige Gemeinsamkeiten mit Barbara Streisand. Ja, aber sie hat einige Gemeinsamkeiten und es gibt ganz viele Dinge, die sind genau gegensätzlich. Genau, das fand ich sehr interessant. Das macht das Programm auch aus. Der Titel ist ja Guilty, schuldig, ich bin nicht Barbara. Und das ist auch ein bisschen schwierig zu verkaufen, dass wir sagen, es ist etwas, ich bin es nicht. Und wir tun es trotzdem. Und das ist die Herausforderung, die ich dabei sehe. Das fand ich ganz großartig, weil es ist ja so ein bisschen dieses Herauskitzeln, so ein bisschen dieses Provozieren. Du hast recht. Und, oder? Und ich glaube, das hat auch heute die Zuschauer unheimlich mitgenommen. Wir haben immer so, wir haben darauf gewartet, was erzählt sie uns jetzt und welche Gemeinsamkeiten, aber was ist auch dieses so, nein, ich bin überhaupt gar nicht so. Also genau. Das fand ich wirklich sehr interessant. Und sie hat ein großes Programm, was sie uns erzählt. Es ist nicht nur Guilty. Nein. Sie hat ein riesiges Programm, das ist ganz ausschweifend in alle möglichen Bereiche, aber mit Barbara Streisand verbindet sie eine ganz besondere Zusammengehörigkeit und eben auch so der Gegensatz. Und das reizt sie sehr. Sie hat irgendwann Barbara für sich entdeckt, hat festgestellt, okay, das, was sie gesungen hat, die hat kaum, Barbara Streisand hat kaum eigene Stücke kreiert. Sie hat aber Stücke gesungen, die andere Leute schon längst geschrieben oder komponiert haben und auch selber performt haben, aber gar nicht so erfolgreich damit waren. Ja. Barbara Streisand wurde aber erfolgreich damit und Suzanne de Morleby hat sich gesagt, was hat die Streisand, was ich nicht habe? Hat sie auch recht, oder? So, und das ist doch richtig cool, ja. Auch irgendwie. Und die beiden Frauen, Barbara Streisand hat, obwohl sie ja wirklich eine Ausnahmekünstlerin, eine Diva ist und aktuell auch immer noch auftritt, hat sie trotzdem ganz oder einige spezielle Defizite, die man aber auch sehr charmant wieder erzählen kann und in das Programm einbauen kann. Und man erfährt in dem Abend heute nicht nur die Lieder, sondern ganz viele kleine Anekdoten über Barbara Streisand. Und das macht den Abend einfach rund und schön, finde ich. Ja, ist wirklich so. Wir sind sehr gespannt, haben wir ja auch gesagt, auch die Zuschauer. Wir erwarten das Programm, das bunte Programm, was noch folgen wird. Wir können es verfolgen über dich, über Talent Exchange. Absolut. Auf Facebook, neuerdings auch in Verbindung mit TV58. Ganz sicher. Ne? Und ich würde sagen, wir warten auf das nächste Mal in, wo, wissen wir schon, wo das... Nein, im Moment wissen wir es noch nicht, okay. Aber wir sind in Vorbereitung auf viele weitere Konzerte. Der Abend heute war die Vorbereitung darauf. Wir haben viele Anfragen bekommen und wir werden das jetzt weitersehen. Sehr schön. Gut, vielen Dank, liebe Britta. Bis gerne, zum nächsten Daniela. Mal. Danke. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war Daniela Up to Date. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hatten einen wunderschönen Abend, freuen uns auf mehrere Sachen, freuen uns auf mehrere Auftritte von Suzanne. Sie hat uns ja einen kleinen Einblick in das Programm heute geschaffen von Barbara Streisand. Ja, lasst uns gespannt sein, was uns noch weiterhin erwartet. Tschüss!